Hey, wir sind's. Kommt her. Oh, hallo Ronga. Grüß dich, Ronga. Och, du hast ja ganz neue Leute mitgebracht. Noch mehr Menschlinge. Hallo Grüßt Grogge. euch, Menschlinge. Hallo Groggelmagge. Das sind Baron Travigor, Preyadur und Firunski. Oh, ihr habt aber schöne Sachen an. Sind die gewebt? Richtig, genau, ihr seid gegrüßt, im Namen der 12 Götter. Ihr habt aber ein schönes Wildschwein. Danke, das ist Ronna, die Donnernde. Ronna, die Und Donnernde. das ist Born, der alles tot macht. Ich bin Goggelmoggel und das ist mein Bruder Groggel, der beste Kundschafter. Und sie ist die besteste Handwerkerin. Ja. Ihr seid die Menschenexperten, von denen wir so viel schon gehört haben, von deren Abenteuer? Menschologen. Wir sind Helden. Wir sind Menschen. Das sehen wir. Du hast kein Fell im Gesicht. Ich habe mich neulich rasiert. Und deine Zähnchen sind ganz stumpf. Wie bei den kleinen Goblins. Habt Dank. Hey, ich habe euch was mitgebracht. Als Oh, was ist es? Zeichen des guten Willens. Greife hinter meine Tasche und fasse an den Beinen heran zwei Hühner. Kronka, du bist immer so großzügig. Danke, danke. Boah, jetzt können wir bald so ein Haus bauen, wo Hühner drin wohnen. Oh, ein Hühnerhaus. Ich habe Sag noch nie ein Haus gebaut. Wird mal Zeit. mal, züchtet ihr als Goblins eigentlich Hühner? Was heißt das? Ja, dass ihr die bei euch leben habt und sie sich vermehren. Oder dass Ja. ihr viele Hühner habt. Ja, jetzt leben die bei uns und hoffentlich vermehren die sich auch. Ja, aber die machen immer nur so großes Aa und das kann man essen. Knuspriges AA mit ganz viel Flüssig drin. Ja, meint die Eier. Moment, esst ihr die Schale mit? Ja, das kranzt so schön, wenn man drauf rumbeißt. Oh, tatsächlich, ihr habt bezaubernde spitze Zähne. Ernsthaft? Ihr esst die roh? Mensch, da bin ich auf euren Schnaps aber wirklich gespannt. Freut mich, euch kennenzulernen. Ja, ja, Menschling, danke. Und danke, Baron, für dein Kompliment. Ja, gern geschehene. Ihr könnt mich einfach Travigor nennen. Ach so, Von heißt der du geht's nicht nur zu Baron? Wandlet, Ritter zum Schutz vom Heim und Herdfeuer zur Mahnung an die Blutnacht von Romedis. Was war das denn jetzt? Nennt mich Travigor, nennt mich Der hat ganz Travigor. schnell gesprochen, ohne sich zu verschlucken. Oh, er ist auch ein Musikant. Ich muss zugeben, ich bin selbst erstaunt, dass ich das diesmal richtig rausgebracht habe. Aber nee, nennt mich einfach Travigor. Na gut, Travigor. Nun, meine lieben Rotpelze, wir haben etwas für euch getan und nun könnt ihr etwas für uns tun. Was hast du denn für uns getan, weißer Mann? Wir haben euch zwei Hühner gebracht. So wie ich das sehe, hat Ronga uns zwei Hühner gebracht. Nun gut, dann tut es für Ronga. Was willst du denn, Ronga? Wir sind hier, um uns mit eurer Rotte zu unterhalten. Wir wollen den Stillstand, den es zwischen euch und uns Menschen momentan gibt, weiter ausbauen zu einem Bündnis. Und Rotte ist damit nicht böse gemeint, euren Stamm, eure Sippe, euer Völkchen. Was soll denn an Rotte böse sein? Ach so, nee, dann Rotte. Ja, dann nehmen wir Rotte. Das ist so ein schönes Wort. Es ist schön, dass ihr auch ein extra Wort dafür habt in eurer Sprache. Nicht wahr, Grungel? Ja. Na gut. Wie weit ist eure Rotte denn entfernt? Oh, weit, weit. Da bin ich einerseits erleichtert, aber andererseits auch ein bisschen
irritiert. Wie viele helle Scheibewechsel müssen wir laufen? Guck mal, der weiß nicht mal, was Tage sind. Ach so. Wie oft muss man schlafen, Groggel? So viel mal. Goggelmoggel hält 3 Finger in die Höhe und dann 4. So oder so? Zweimal schlafen, glaube ich. Oh, aber die haben doch keine Wildschweine. Ja, dann vielleicht 3-mal. Mhm. Vielleicht 3-mal. Oh, das klingt doch gut. Dann haben wir Zeit, uns noch ein wenig besser kennenzulernen. Da bin ich ganz gespannt drauf. Wir müssen zur Narei Kevalach. Ah ja. Die Richtung, richtig? Verfolgt mir einfach. Ich zeig Ronga, wie man Wege findet. Mhm. Ich fahre hinterher. Ach so, da wäre noch was. Ihr seid doch bestimmt auch Goblin-Experten und vielleicht könnt ihr uns helfen zu sagen, was wir so als Geschenk eurer Rotte mitbringen könnten oder eurem Anführer. Eisenwaffen. Und Eisen. Mhm. Und Tröten. Mhm. Tröten sind sehr wichtig. Ja. Herr Triodur, ist das erlaubt? Nun... Es ist offiziell nicht erlaubt, nein. Nur Ritter und die dafür ausgebildet wurden, dürfen Waffen tragen, die länger als einen halben Spann sind. Meint ihr denn nicht, dass ein halber Spann ausreicht für einen Goblin? Nun ja, wenn ich mir ihre Speere an ihrem, Gefährten angucke, dann denke ich nicht. Aber wir werden eine Lösung finden. Wie wäre es mit Kochtöpfen oder etwas anderem aus Metall? Ja, wir mögen Metall. Ja, weil wir wissen nicht, wie man das macht. Mhm. Aber es glänzt so schön. Und es macht lustigen Krach, wenn man draufhaut. Also ich müsste da fast die Pfanne empfehlen, ja. Also damit kann man braten, damit kann man diese Auswürfe von Hühnern gut zubereiten und zur Not kann man auch ganz gut damit zuschlagen. Oh, ein Wunderding. Groggel, hör doch mal, ein Wunderding, Pfann. Boah, ich will sowas haben. Ich will 2. Nun, darüber ließ sie sich reden, bestimmt. Ah, dann klingt das doch gut. Dann exportieren wir Pfannen und für den Teil, wie die Goblins uns helfen können, da kommen wir ja noch dazu. Ihr gebt uns Sachen aus Metall und wir zeigen euch, wie man Wege findet. Klingt doch vortrefflich. Ich denke, wenn wir 3 Tage unterwegs sind, dann finden wir bestimmt zwischendurch noch irgendein Gehöft oder sowas, oder vielleicht eine kleine Siedlung sogar, wo wir Pfannen kaufen könnten, oder? Nun, ich denke schon, wenn sie nicht niedergebrannt wurden. Sehr gut. Ja, es gibt manche Siedlungen. Aber wir wissen nicht, was die da drin haben, weil wir würden uns rausschmeißen, gemein. Ja, die sagen immer, Hilfe, da sind Goblins. Und dann sind die ganz fieslich zu uns. Oh, das ist aber nicht sehr Travier-gefällig. Ihr macht doch einen ganz netten Eindruck. Ja, wir sind ganz, ganz nett. Danke, dass ihr mir das bestätigt. So könnt ihr aufbrechen. Gemeinsam durch die Hallinger Tiefebene an den verschiedenen Wachen vorbei, die mittlerweile aufgestellt worden sind. Die Landwehr des Umlandes, die dann eben dafür sorgt, dass keine weiteren Ghule sich erheben und dann hier in die Trutzburg einfallen. Die 2 roten kleinen Weggefährten, die ihr dabei habt, werden misstrauisch beäugt. Man weiß wohl nicht von eurem Auftrag und wird das ein oder andere Mal nachfragen, aber man wird auf alle Fälle die Goblins an eurer Seite auch gewähren lassen, wenn sie denn friedlich sind.
Die Schweine sind ebenso misstrauisch beäugt, denn die kann man vielleicht nicht so sehr kontrollieren wie die Goblins an eurer Seite. Vorbeigehen dem Spukgemauer der Bausenberg, den ihr auch schon das ein oder andere Mal gesehen hattet. Auch dieser hier mittlerweile von Waffenknechten des Umlandes abgeriegelt, die da mit ihren hellen Baden davor stehen, das Ganze irgendwie begutachten und misstrauisch in die Gegend in Richtung vom Rosenbusch schauen. Denn man achtet hier vor allem wohl auch auf Angriffe von Varena von Meersingen. So könnt ihr dem Weg weiter folgen und biegt dann den Goblins dem Weg folgend nach Norden in den Duttlinger Hocken, den ihr teilweise wohl auch schon gesehen habt. Vor allem Ronger, der das erste Mal hier die Goblins kennengelernt hatte und dann die mysteriösen Rätsel um die Höhlendrachen mitbekommen hatte und das Ganze dann wieder versiegelte beim finsteren Windkampf und Grafelin. Ja, die Gespräche unterwegs drehen sich dann viel um die verschiedenen Kulturen, höchstwahrscheinlich darum, wie man Eier zubereitet, wie man Hühner züchtet oder aber was man mit Eisen noch machen kann, außer mit ihm Musik zu spielen. Das Wetter ist weiterhin schlecht und irgendwann am Ende des Tages steht ihr dann irgendwo mitten in den Duttlinger Hocken, in den Hügellanden und müsstet euch dann um einen ersten Lagerplatz bemühen. Na, vielleicht kann ich eine Höhle finden. Und hier gibt es Höhlen? Ich meine, wenn das Wetter heute Nacht gut bleibt, können wir auch unter freiem Himmel schlafen. Na, vielleicht müssen wir einen Bären vertreiben. Also hügelig wie es hier ist, finden wir sicherlich eine Bresche, wo wir mehr oder minder windgeschützt sind und wo wir Gefahren, die nachts auf uns zukommt, schon schnell erblicken können. Ja, das klingt gut. Ich bin auch ziemlich erschöpft mittlerweile. Also wir legen ein ganz schön strammes Tempo vor, werte Goblins. Wir sollten uns auf die Suche nach einem Rastplatz machen, würde ich vorschlagen als Baron. Also wie sieht's aus? Wo willst du schlafen, Traviko? In einer Höhle oder unter freiem Himmel? Das ist, vielleicht in einer Höhle tatsächlich. Ich hoffe bloß, die ist nicht besucht. Von irgendwelchen Tieren oder sowas. Was, wieso nicht? Da hat man direkt Essen. Boah, Essen ist ein gutes Stichwort. Achso, habt ihr keine Angst vor Bären oder so? Nein, wir essen Bären. Bären. Achso, nee, ich meine die großen. Ja, die essen Tiere. Wir auch. Oh. Goggle, jetzt steh hier nicht rum. Geh mal mit dem kleinen Ronga mit, der muss auch mal lernen, wie man hier eine ordentliche Höhle findet. Dann gib mir mal eine Wildnislebenprobe. Schauen wir mal nach. Waldkundig oder gebirgskundig? Gebirge nicht. Es sind Hügel. Also ich würde euch... ist eine Ebene, ne? Steppenkunde, ja. Zurzeit eher eine Steppe. Okay. Die habe ich nicht. Der Duttlinger Hocken ist nicht so sehr bewaldet. Reicht wohl aber trotzdem. Ja, Groggel, du bist auf alle Fälle erstmal dabei, die Umgebung abzusuchen, also von Hügel auf Hügelspitze, um dort, ja, du kannst noch, gerade mit deiner guten Nachtsicht oder mit deiner Dämmerungssicht, kannst du dann auch wohl noch Hügel erspähen oder Höhlen auch eben versuchen, da irgendwie Tiere aufzuspähen oder sowas. Und während du dann den zweiten, dritten Hügel abgeschritten bist, kannst du wohl erkennen, wie zwischen den Hügeln eine Straße verläuft, die neu ist und die nicht wirklich ausgehoben worden ist, kein Sand gestreut, sondern einfach nur schweres Gerät, was sich dort eingegraben hat. Durchgepflügt von Süden nach Norden. Ronga. Eine Höhle kann ich hier nirgendwo sehen. Nein, aber guck mal, da ist eine Straße. Wie eine Straße? Ja, da unten ist eine Straße. Die war da vorher nicht. Aber da führt doch gar nichts hin. Ja, deswegen wundert mich das ja auch. Aber da ist jetzt eine Straße. Soweit sind wir Straße gebaut. Soweit sind wir von den anderen noch nicht weg. Vielleicht können wir da einen Blick drauf werfen, was da durchgekommen ist. Das ist ja merkwürdig. Ihr sagt, die ist neu. Also die Straße, die beruht sich doch nicht von heute auf morgen. Sind da
das Räderspuren hier? Oder Pferdespuren? Nur irgendetwas Schweres wurde hier bewegt. Blicke die Breite dieser Spuren? Also, ich weiß das nicht. Vielleicht so ein Steineschmeißer. Oh. Also auch ohne Fährtenlesen wird euch klar, die Breite spricht auch für keine normale Straße. Denn 20 Meter, das macht keinen Sinn, dass man sowas aushebt oder irgendwie begradigt. Das ist auch vor allem sehr matschig durch dieses, durch den ganzen Regen, durch den aufgewühlten Schlamm, durch irgendwas, was da durchgeflügt ist. Ihr könnt teilweise eben auch Pferdespuren erkennen, Stiefelspuren oder etwas Größeres. Räder natürlich auch. Also hier ist viel schweres Zeug vor kurzer Zeit bewegt worden. Kann man dir vielleicht Kriegskunst geben, um da Näheres sagen zu können? Ja, Kriegskunst als Ableitung mit einer plus 5, ansonsten Fährten lesen. Okay, ja, dann nehme ich natürlich Fährten lesen. Zählt die Steppe immer noch? Ja. Ja, Gorgel kann damit nicht so viel anfangen, aber gemeinsam mit Rongas Hilfe könnt ihr dann zusammen verschiedenste Dinge auftun. Schweine wirst du hier nicht finden, wohl aber Pferdespuren, also Hufe. Gorgel kann auch wohl einen schweren, das ist irgendein drachenartiges Ding, nachweisen. Du weißt nicht genau, welche Rasse, aber größer und auch schwer. Ronga kann dann eben noch Kutschen, sind es wohl nicht, aber wohl Belagerungsgerät nachweisen und dann eben viele, viele Stiefelspuren von mehreren hundert Soldaten. Hier ist ein Herzog durchgezogen. Ja, guck mal, Ronga, hier ist ein Drache aufgelatscht. Ein Drache? Zusammen mit den Truppen? Das riecht ja stark nach Mersing. Nun, könnt ihr erahnen, wie lange es wohl her ist? Einige Tage werden wir wohl haben, wenn nicht. Nun, ich meinte mir, wie alt diese Spuren sind. Lass mal gucken, ich schnupper mal da dran. Das muss ein gigantisches Heer sein. So viele Spuren, das sieht tatsächlich aus wie eine Straße. Ich dachte erst, Ludolf von Wertlingen. Aber wenn ihr Drache sagt, bleibt wohl nur eine Armee. Goggelmoggel beugt sich über die Spuren und schnuppert mal kräftig daran, dass ihre große Nase fast im Schlamm hängt. Ich würde sagen so 3 oder 4 Tage. Das kannst du riechen? Na klar. Oh, beeindruckend. Ja, ich weiß, dass ich das bin. Ja, wirklich. Ach, er zückt ein kleines Notizbuch und schreibt etwas hinein. Nun, werte Goggelmoggel, so war doch euer Name, nicht wahr? Nein, Goggelmoggel. Das da ist Groggel. Goggelmoggel, Groggel. Goggelmoggel, Groggel. Goggelmoggel, Groggel. Verstanden? Goggelmoggel. Mhm. Euer Lager, ist es in dieser Richtung? Ich zeig mal die Spuren, die zeigen wahrscheinlich. Nee. Das geht ja in Richtung, da wo die Sonne nicht scheint. Ne? Und wir müssen aber in eine andere Richtung, nämlich da lang. Wo die Sonne aufgeht. Ja, aber jetzt sollten wir erstmal uns einen Lagerplatz suchen, damit die Sonne morgen aufgeht, oder? Ja, Ronja kann eine Pause gebrauchen. Sollten wir das abseits des Weges machen? Wobei, wenn die 3 Tage weg sind, dann brauchen wir uns ja keine Sorgen zu machen, oder? Dazu haben wir wahrhaftig keinen Grund, nein. Die Höhle haben wir jetzt nicht gefunden, aber wenn wir dranbleiben, ich habe hier schon viele Flächen gesehen, die Potenzial haben für einen Lagerplatz, aber nichts außergewöhnlich Gutes.
Was ist das? Kann man das essen? Was ein Lagerplatz? Du? Nein, Potenzial. Klingt wie Geflügel. Nein, das heißt, dass etwas sein könnte. Och, langweilig. Mann, der redet so schlau. Eine halbe Stunde später könnt ihr mit der Hilfe von Groggel dann auch eine kleine Senke an einem der Hügel gefunden haben, wo ihr dann das Wasser würde hier auf alle Fälle dann nicht in eure Zelte fließen und man ist hier auch auf alle Fälle sichtgeschützt, falls es irgendwelche Nachhut oder sowas gäbe. Also eine halbe Stunde später könntet ihr dann dort mit ein paar Gebüschresten oder was ihr dann hier noch findet, könntet ihr noch so ein provisorisches, ein richtiges Lagerfeuer ist es nicht, aber ihr könnt euch auf alle Fälle so ein bisschen abtarnen und dort dann unterziehen. Lagerfeuer, dafür wird es nicht reichen, dafür ist es dann alles zu nass und richtiges Holz könnt ihr auch dann nicht schanzen, sodass es dann sehr kalt wird. Zumindest für die Menschen. Wir müssen nah aneinander rücken und uns Heldengeschichten erzählen, dann wird uns schon ein bisschen wärmer. Ich denke, besser wird's nicht. Goggelmoggel, mach mal Platz in deinem Streitwagen, ich komm da auch rein. Oh, na gut, warte mal, ich muss mal den Kessel zur Seite räumen und die Hühner, die stell ich jetzt mal unter den Karren. Streitwagen natürlich. So, jetzt kannst du rein. Okay. Hör mal, Travigor, hast du eine Rübe dabei? Eine Rübe? Ja. Das Gewächs, meint ihr? Hab ich nicht. Oh, schade. Das mag Ronna nämlich besonders gerne. Dann könntest du die bestechen und dich dann an sie kuscheln. Die ist sehr warm. Das Schwein? Gut. Ich werde Ausschau halten nach Rüben. Du kannst es auch mit was anderem versuchen. Ich habe ein bisschen Hartwurst und Käse dabei. Und ein wenig Brot. Euer Hochgeboren, ihr wollt euch doch nicht an einem Schwein wärmen. Das geziemt sich nicht. Ich bin immerhin Baron. In der Tat. Richtig, aber wahrscheinlich schön warm. Ja, sie ist sehr kuschelig. Ja, aber bei Born würde ich aufpassen. Der mag kuscheln gar nicht. Nee. Also, Dravigor, wenn du nicht kuscheln willst, dann kannst du dich auch an ihren Popo legen. Manchmal kommt da warme Luft raus. Besser nicht. Das geziemt sich auch nicht. Dravigor, wenn dir in der Nacht kalt wird, weißt du, wo du hingehen kannst. So weit kommt's noch. Melde mich für die erste Wache. Da wir 6 Personen sind, sollten wir dennoch Doppelwachen halten. Ich hatte ja vorgeschlagen, dass wir nach je 3 Scheiten auswechseln, aber da wir kein Feuer haben, werden wohl einige von uns weniger Schlaf abbekommen als die andere. Wir müssen uns nach dem Gefühl abwechseln. Nun, ich würde die vorletzte Wache bevorzugen. So kann ich den Herrn Praius in aller Frühe grüßen. Kriegen wir noch Besuch im Lager? Nein. Praius ist unser aller Herr. Das ist diese Sonnenscheibe, oder das ist das Zeichen Praius jedenfalls. Was? Das hat einen Namen? Hey, komischer Name. Und was machst du mit dem? Nun, ich grüße ihn, wie es seinem Diener gebührt. Ihr könnt mich gerne so anschließen. Häuptling. Er ist ein Gott. Ach so. Der Fürst der Götter. Wie Ronna. Nein, es ist kein Schwein. Es ist ein Fürst der Götter. Ja, aber Ronna ist doch auch nach der Göttin benannt. Ja, Bonn auch nach einem Gott. Ja. Habt ihr schon einmal von Alvaran vernommen? Nee, wer ist das? Alvaran sind die Paradiese, die jedem Lebewesen offenstehen, das Einlass begehrt. Und sich zu den wahren 12 Herren bekennt. Gibt es da was zu essen? So viel ihr wollt. Oh, da will ich ja auch hin. Ich auch. Gorgel, kommst du mit? Ja, natürlich. Wo finden wir das? Wie kommen wir da hin? Es ist ein langer, langer Weg. Ich kann euch gerne behilflich sein, diesen Weg zu finden. Du siehst aber nicht aus, als ob du dich hier auskennst.
Nun ist mir ein spiritueller Weg. Was ist das schon wieder? Kennst du ein, das, Groggel? Ein geistiger Weg. Sowas wie Melissengeist? Nein, ihr müsst beten und glauben. Oh, und gute Taten tun. Ich gehe jetzt schlafen. Das klingt kompliziert. Es ist ganz einfach. Ich werde euch anweisen. Aber bevor du schlafen gehst, Goggelmoggel, sag, hast du noch was von deinem Bauernruggel-Schnappes? Nee, habe ich alles weggetrunken. Also, Goggel hat geholfen. Ja, weil sehr lecker. Bist du traurig? Guck mal, Groggel, ist der Ronga traurig? Der Ronga ist traurig. Ja. Och. Vor allem fängt seine Hand so ein bisschen an zu zittern. Das hat er schon wohl den ganzen Tag über gehabt. Scheiße. Und in der Voraussicht, von euch was zu kriegen, habe ich mir selbst nichts mitgenommen. Ach, das wird scheiße die nächsten Tage. Ein paar Schlucke habe ich noch. Wenn ihr wollt, können wir sie jetzt teilen. Ja, gerne. Ja, wir hatten letzte Mal so viel Aua, da mussten wir das mit Schnappes betäuben. Und deswegen haben wir den alle leer getrunken. Schnappes heilt. Ja, dann lasse ich meine kleine Tonflasche, der noch so vielleicht ein Drittel drin ist, einmal kreisen und beginne natürlich mit dem Baron. Hab Danke. Travico würde einen Schluck trinken, einfach der Höflichkeit halber, aber dann versuchen, möglichst wenig das Gesicht zu verziehen und den freundlich weiterzureichen an Goggelmoggel. Goggelmoggel. Ein süßlicher Kräuterschnaps. Der riecht aber lecker. Goggelmoggel hält sich die Flasche so an die Nase, dass der Hals fast in ihrem Nasenloch verschwindet. Das ist ein abnormal großes Nasenloch. Und dann leckt sie einmal über die Öffnung der Flasche. Oh, das kann man ja mal trinken. Und dann nimmt sie aber nur ein höfliches kleines Schlückchen und reicht an Groggel weiter. Ist lecker, musst du probieren. Ja, warum hast du so wenig getrunken, wenn das lecker ist? Das ist Höflichkeit. Man merkt, ihr seid tatsächlich Menschenexperten. Ja, wir sind die besten Menschologen überhaupt. Deswegen hat Ziblim uns auch entsandt, weil wir sind die Entbehrlichen, weil wir sind stark wie Bären. Oh, so stark. Gibt es noch mehr Menschologen? Ja, aber die sind nicht so klug wie wir. Ja, das glaube ich. Ja, weil Goggelmoggel ist das Hirn und ich bin die Muskeln. Mhm.